Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns die BGS 751 Werkstattleuchten, Akkuleuchten an. Starten gleich mit dem Lux-Test. 10 cm gestreutes Licht, 16.000 Lux. 50 cm, 1 Meter Entfernung, gestreutes Licht, 268 Lux maximal. 2 Meter Entfernung, gestreutes Licht. So, mit dem fokussierten Licht auf 10 cm Entfernung hat die Akkuleuchte also 1206 mal 100, also 120.000 Lux mit dem fokussierten Licht. 15.000 Lux aus 50 cm Entfernung fokussiertes Licht. So, 1 Meter Entfernung fokussiertes Licht 1437 Lux. 2 Meter Entfernung. Fokussiertes Licht 752 Lux maximal. So, was gibt es zur Lampe zu sagen? Lang ist sie 17 cm, breit Kone 4,5, da ist sie 3,5, dick von da bis da, sonst 2,7 circa. Und ja, sehr, sehr kompakt. Wie schon gesagt, gibt es 2 oder 4 Lichtmodi. Einmal die ohne LED vorne, dann gibt es die LED, dann gibt es die rote, dann gibt es so warm Blink LED, ohne die wahrscheinlich warnen soll oder so. Dann hat es einen Haken oben, die oben befestigt, da habt ihr einen Kühlkörper für die LEDs, da habt ihr einen Magneten und unten habt ihr einen Magneten, da habt ihr die Ladestandanzeige. Jetzt fast leer. 5 Stück habt ihr von den LEDs. Da seht ihr die Kapazität. Die eine hat 5 Watt, die andere 3 Watt. 5 Volt, 1 Ampere wird geladen. Hat die Batterie 2000 mAh. Jetzt weiß ich nicht, ob es 18650er Zelle ist oder wahrscheinlich ist es eher eine. Und ja. Genaue Modellbezeichnung heißt 70 oder 751 von BGS. Und ja, da Magneten. Wichtig ist nur zu wissen, ihr könnt den Magneten umpositionieren oder halt das als Halterung benutzen oder halt nochmal einen Winkel nach hinten. Dann schaut es so aus. Also einfach gesagt, habt ihr also einmal die neutrale Position, dann habt ihr es ohne, das ist jetzt 33 Grad, das sind 66 und das sind 90, weil es 3 Positionen sind bis 90. Dann habt ihr es nochmal ohne um 122 Grad, dann sind wir wieder bei 90, ja. Und das habt ihr genau in die Richtung auch, 33, 66, 90, 122. Legt sich das so hin oder was auch nicht. Dann ändert sich auch der Magnet mit, dann kommt er mit. Der Magnet ist deutlich stärker als der untere, aber der hebt auch schon gut. Er hat jetzt unten noch Befestigung für Stativ. Und dann habt ihr es da eine Lademöglichkeit. Was eine Lademöglichkeit? Da tut es halt laden. Über Micro-USB leider Gottes, Co-USB-C, aber was erwartet man sich? Dann hat man auf der anderen Seite, man kann es als Powerbank nutzen, das finde ich sehr, sehr gut. Ein USB-H-Anschluss. Und viel mehr gibt es zu Lampen nicht zu sagen. Ausdauertest hat sie bestanden. Also das, was angegeben ist, erreicht sie hundertprozentig. Sogar mehr. Ladezeit hat es auch. Sogar über Boot. Ich habe gemeint, mit 1 Ampere laden wird es nichts, aber überhaupt die Helligkeit überzeugt bei beiden. Also der geht sehr, sehr weit. Das ist eine sehr gute Taschenlampe, kann ich nur sagen. Und das ist eine sehr gute, ja, für die Kompaktheit ist es extremst hell. Das würde ich wirklich sagen, deutlich heller als die Einhelllampen. Sehr, 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 sehr großer Nachteil ist die lange Ladezeit. Ich wusste jetzt auswendig nicht, über 3 Stunden. Und dass es nur 3,5 Stunden hält auf der LED und eine Stunde länger bei der kleinen LED. Das finde ich
Wenn man mit der echt den ganzen Tag arbeitet, geht das natürlich nicht. Braucht man einfach als zweite, wenn man die echt länger nutzt. Weil wenn die leer ist, dann sagen wir mal so, für eine Minute Laufzeit müsste es eine Minute laden. Beim Beispiel nicht nur ein Hell, bei anderen Akkusystemen, wenn nehmen jetzt ein Hell, hat 2 Ampere-Stunden Akku, ist sie nicht einmal 3/4 Stunde voll und der hält dann 10 Stunden. Also wenn euch Akkulaufzeit wichtig ist, dann ist es nicht das Richtige. Aber sonst, ihr könnt es überall aufladen, eigentlich dauert ein bisschen länger wegen die 1 Ampere halt nur, aber finde ich schon sehr, sehr gut. Das sind die Werte von der BGS-Leuchte. Ihr seht, sie ist weitaus effizienter, bis zu doppelt so effizient wie die Einhell, aber nur ein Drittel so effizient wie die Stirnlampen. Da seht ihr das Gewicht, 199 Gramm, ist nicht schwer, auch nicht leicht, normal. Da seht ihr den Preis, Stand 30. Jänner, 23, kostet 22 Euro, ungefähr wie die Einhell, wie die Stier. Also alle im gleichen Preisbereich, muss man halt nur wissen, welche man haben will. So, da sieht man die BGS 751, die Werte gestreut 268 und fokussiert 1437, also ein neuer Spitzenreiter. Dass man das Powerbank ist alles gescheit überlegt. Also die Ports werden nicht dreckig oder die Stellen werden da sind geschützt. Also alles gescheit überlegt, den Kühlkörper haben sie verbaut, was will man mehr? Magneten, dafür Stativ. Was gibt es dann zu sagen? Powerbank ist es. Also insgesamt sehr, 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 sehr gute Leuchte für das Geld. Geld, was ja auch nicht 25, 30, sowas. Das werden Sie dann sehen in der Tabelle. Also sehr, 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 sehr zufrieden. Sehr, sehr gut. Klare Empfehlung. Also was gibt es da eigentlich? Da gibt es nichts zu sagen, außer der Akkulaufzeit und der Ladezeit. Das ist das, was es ein bisschen schlecht macht. Sonst alles top verarbeitet und top Gewicht leicht. Magnete sind gut. Die Verstellpositionen sind gut. Die LED-Anzeige ist gut. Das, dass sie geschützt sind, die Ports sind gut. Die LEDs selber sind sehr, sehr gut. Was gibt es da zum sagen? Nichts. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Servus, danke, ciao.